Jetzt gibt's wieder Musik, jetzt kommt einer der wichtigsten Liedermacher unserer Zeit. Gut, ich mach's kurz. Der sich ganz klar auf seinen Konzerten auch gegen rechts positioniert. Put your hands together for Konstantin Wecker! Leiser machen, weil sonst haut es mir die Ohren weg. Guten Abend. Freut mich sehr, dass ihr da seid alle. Aber ich muss kurz einen kleinen Soundcheck machen, weil wir noch keine Möglichkeit dazu hatten. Bisschen lauter kannst du das machen, bitte, bei mir. Ist fast zu laut, ein bisschen leiser. Ihr hört was, oder? Okay. Mein Willi, es ist fast schon ein halbes Jahrhundert her, dass ich in meiner Verzweiflung und Wut dieses Lied über dich hinausgeschrien habe. Ein halbes Jahrhundert, und ich hätte mir in meinen schlimmsten Albträumen nicht vorstellen können, dass das heute wieder so erschreckend aktuell sein könnte. Weißt du das noch, Willi? Damals 68er. Da haben wir hauptsächlich die alten Nazis aufspüren wollen, die immer noch fett in ihren Vorstandsetagen oder in christlich-sozialen Parteien gehockt sind und den Herrn Frahm, unseren Willy Brandt, einen Vaterlandsverräter geschimpft haben, weil er eben kein Nazi gewesen ist, der Willy. Gestern haben sie ihn wieder geschwungen. Und heut, und heut, und heut, und heut wird er begrunden. Und heut? Du wirst das nicht glauben, du kannst das nicht glauben, Willi. Heute drucken die neuen Nazis ins Parlament und erklären die unmenschlichste Epoche der Menschheitsgeschichte zu einem Vogelschiss in Anbetracht der tausendjährigen erfolgreichen Geschichte des deutschen Volkes. Tausendjährige Geschichte, erfolgreiche Geschichte des deutschen Volkes. Ich glaube, da sind dem Herrn Gauland wohl die Wahnvorstellungen seines Führers dazwischen gekommen. Was ist passiert? Wie hat es so weit kommen können? Waren wir alle zu behäbig und zu eingeigelt in unser sattes Weltbild, in den Kokon unserer Selbstsicherheit, gute Demokraten zu sein? Und währenddessen hat sich der Kapitalismus wie ein Monster auf die Menschheit gestürzt, um alle die zu verschlingen, die keine Leistungsträger sein können oder wollen, nicht wirklich rücksichtslos genug sind, nicht wirklich ellbogig genug, um alles niederzuwalzen, was sich ihnen in den Erfolgsweg stellt. Neoliberalismus heißt dieses Monster, das es geschafft hat, uns einzureden, dass wir all das aus freiem Willen tun, was das Monster mästet, was dieser Hydra immer wieder neue Köpfe wachsen lässt und damit einen kleinen Prozentsatz der Menschheit immer reicher und gieriger macht und alle anderen in tiefste Verunsicherung, Verarmung und Verzweiflung stürzt. Alle 2 Sekunden wird ein Mensch auf dieser unserer Erde zur Flucht gezwungen. Einer von 110 Menschen weltweit ist von Flucht und Vertreibung betroffen. Und 9 von 10 Flüchtlingen leben in Entwicklungsländern. Und vor was fliehen die denn? Du weißt das, Willi. Vor unseren Waffen, vor unseren Finanzspekulationen, vor unserer Ausbeutung der Erde, auf der Sie leben. Wenn man sich die europäische Geschichte ansieht, schreibt der von mir sehr geschätzte Philosoph Jürgen Wertheimer, wirkt es weit eher so, als seien wir die Erfinder eines Perpetuum mobile der Kriege, die wir seit Jahrtausenden in allen Variationen durchdeklinierten und in die Welt hinaustrugen. Die europäische Kolonisation erfasste die gesamte Welt und stellt eine einzige Grenzüberschreitung der Außengrenzen anderer Länder dar. Und jetzt rufen ausgerechnet wir nach strikter Wahrung und Sicherung unserer Außengrenzen, nachdem wir über Jahrhunderte das Gefüge der Welt aus dem Lot gebracht haben. Bei all dem berufen wir uns noch gebetsmühlenartig auf unsere christlich-abendländischen Werte, die notabene allesamt orientalischer Herkunft sind. Jedenfalls wüsste ich nicht, dass die Bibel und das Neue Testament in Berlin oder in München geschrieben wurden. Gestern!
Heil, 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 und heil Platz bei der Grund. Was ist geschehen seit jener großartigen Bürgerbewegung der Willkommenskultur, die uns hoffen ließ, dass der Neoliberalismus doch nicht den letzten Rest vom Mitgefühl aus den Herzen der Menschen verjagt hat? Ein eigentlich völlig selbstverständliches Mitgefühl für gejagte, verfolgte, hungernde, gepeinigte, verletzte Menschen, das nur psychisch völlig verrohten und gestörten Wesen nicht zu eigen ist. Gewissenlose Potentaten, die schnell die Chance erkannten, ihre bröckelnde Machtposition wieder zu festigen, schlugen erbarmungslos zu. Mit Parolen und Fake News, mit vorgeschobener Bürgernähe und fahnenschwenkenden Unsinn. Sie wussten wohl, was für Ängste in den von einem gnadenlosen Kapitalismus verunsicherten Bürgerinnen lauerten. Und wer seine Identität nicht in seinem tiefsten Feld selbst wahrnehmen kann, sucht sich Identität bei Identitären, in Volk, Nation und Vaterland. Wir waren doch auf einem guten Weg, diesen gefährlichen, ja tödlichen Wahn zu besiegen. Haben wir es versaut? Gaulands Vogelschiss ist der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, das schon vorher bis zum Rand gefüllt war mit Herzlosigkeit und Verharmlosung der Nazi-Diktatur. Es wird Zeit, dass wir dafür sorgen, dass die braune Brühe nicht noch weitere Landstriche überschwemmt. Vielleicht erscheint der Widerstand vielen sinnlos und mancher mag sich sagen, was kann ich denn schon tun, alleine, ohne Gleichgesinnte? Und denen, liebe Freunde, gilt es jetzt Mut zu machen. Denn die mit dem Herzen denken sind, und da bin ich mir ganz sicher, immer noch in der Überzahl. Aber schrecklich verunsichert und vor allem nicht annähernd so lautstark. Und nach wie vor glaube ich, dass eine spirituelle Revolution am Wachsen ist. Und mir kommt dieses ganze Macho-Gehabe verunsicherter Männlein wie Trump, Erdogan, Putin, Kim, Orban, Gauland, Strache, Söder, wie sie alle heißen mögen. Liebe Freunde, mir kommt das wie das hoffentlich letzte große verzweifelte Aufbäumen des Patriarchats vor. Nicht jeder, der jetzt begeistert den Neofaschisten, Identitären und Nationalisten hinterherhechelt, ist ein Nazi. Aber sie haben sich in ihrer zunehmenden Blindheit die Nazi-Brille aufsetzen lassen von den Höckes und Straches und Salvinis und Le Pens. Lassen wir uns von ihnen nicht ins Boxhorn jagen. Lassen wir uns nicht verführen von den sogenannten Führern. Widerstehen wir mit all dem, was uns als menschlichen Wesen gegeben ist, an Mitgefühl, Verstand, Poesie und Zärtlichkeit. Lassen wir uns nicht entmutigen. Deutschland weint, wenn Mexiko im Fußball gewinnt und schaut weg, wenn 600 Flüchtende im Meer ausharren und Italien die Häfen dicht macht. Ich danke den Spaniern und den 2000 Helfern, die am Hafen von Valencia bereitstanden, um die Menschen aufzunehmen. Und jeder einzelne von ihnen ist wertvoller für eine menschliche Gesellschaft als ihr unmenschliches Taktieren, Herr Seehofer. Aus dem Wille verschlungen. Aber heil, aber heil, aber heil. Abheit, heut mal zusammen.